Herzlich willkommen bei Insolvenz TV Horion. Mein Name ist Ulrich Horion, ich bin Rechtsanwalt in Dresden. Meine Haupttätigkeit ist das Insolvenzmanagement. Ich bin bundesweit tätig. Mit dem Kanal Insolvenz TV möchte ich euch über Aktuelles aus den Bereichen Gesetzgebung, Rechtsprechung sowie aus dem Wirtschaftsleben informieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert. Mein heutiges Thema ist die Freigabe einer selbstständigen Tätigkeit aus der Insolvenz. Jeder Schuldner, der entweder vor der Insolvenz selbstständig war oder mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens selbstständig werden möchte, hat die Möglichkeit der Freigabe des neuen Unternehmens aus der Insolvenzmasse. Die Freigabeerklärung richtet sich nach § 35 Absatz 2 der Insolvenzordnung. Der Insolvenzverwalter gibt die Freigabeerklärung gegenüber dem Schuldner ab. Er macht gegenüber dem Insolvenzgericht die Anzeige der Freigabeerklärung und das Insolvenzgericht sorgt für die öffentliche Bekanntmachung. Die Folge der freigegebenen Tätigkeit liegt nun darin, dass das neue Unternehmen weder vermögensmäßig noch rechtlich im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren steht. Gewinne und Verluste bleiben beim neuen Unternehmen. Das bedeutet also, wenn der Unternehmer Gewinne erwirtschaftet, bleiben diese Gewinne unbeschränkt beim Unternehmer. Wenn sich der Unternehmer von den Gewinnen neue Güter anschafft, bleiben auch diese Güter in seinem Vermögen. Es wird also keine Hinzurechnung der Insolvenzmasse erfolgen. Was gilt aber bei Verlusten? Die Verluste bleiben ebenfalls beim Unternehmen. Der Insolvenzverwalter hat ja mit seiner Freigabeerklärung erklärt, dass Forderungen aus der neuen Selbstständigkeit nicht zur Insolvenzmasse angemeldet werden können. Es kommt hin und wieder vor, dass über das Vermögen des neuen Unternehmens ein eigenständiges Insolvenzverfahren abgewickelt wird. Mein Rechtstipp liegt nun in folgendem. Überlegt euch bitte genau, ob ihr eine neue Selbstständigkeit antreten wollt. Entscheidend ist dabei die Frage, worin lag der Grund der Insolvenz des bisherigen Unternehmens. Wenn etwa ungünstige Marktbedingungen bei einem Einzelhandel bestanden und bestehen, dann sollte man sich genau überlegen, ob man nochmal in die Selbstständigkeit geht. Wenn ihr weitere Fragen zum Thema habt, dann könnt ihr euch jederzeit gern melden. Meine Kontaktdaten findet ihr im Text unterhalb dieses Videos. Ich danke herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Video bei Insolvenz TV Horion. Tschüss!